Ja, liebe Leute, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung, und zwar, oder Mod-Map, oder ganz einfach, ein neues Fahrzeug. Und zwar diesmal, ich drehe mich langsam um, hier John Deere zeigen, sieht man, und zwar einen Drescher. Ja, Drescher von John Deere, den 9770 STS, sieht von außen schon mal sehr schön aus. Nur, es hat ein kleines Mankerlchen, muss ich da schon mal sagen. Und zwar, man kann das Ganze nicht ausklappen. Also es ist nichts da zum Ausklappen, dass man dann das 11 Meter Mähwerk mitziehen kann. So, ich selber trage, wenn ich da drin sitze, eine John Deere Klamotten, also Hose, was auch sehr cool ist. Das mal anschauen, voll cool. Also jetzt schauen wir mal rein. Innen ein bisschen irgendwas irgendwie voll verschwommen, also Fenster öffnen kann man nicht, so wie bei den anderen, und Türen auch nicht. Spiegel funktioniert auch nicht richtig, aber naja, die Spiegel interessieren mich bei dem Spiel eh nicht so richtig. Also mag es welche geben, denen was, das interessiert mich nicht. So, aber jetzt wollen wir natürlich auch mal wissen, ob der funktioniert. Deswegen aus und anmachen. Halt, dann. So. Der Sound ist schon mal richtig genial von allem. Hat er eine andere Hupe? Nein, der hat die gleiche. Rückwärtsgang ist verdammt laut. Muss auch. Aber für 11 Meter wirklich genial. Ich weiß jetzt nicht, ob der nicht zu groß ist für diese Map hier. Obwohl, haben wir ja auch ein paar große Felder. Aber schon dir. Ah, hier lass schon wieder die Hälfte stehen. Also ich bin ja ganz schwer am Überlegen, an alle, die bei mir zocken auf meinem Community-Server und das Video sehen. Ich bin schwer am Überlegen, ob ich alles auf John Deere umstelle. Es ist schon eine geile Marke und es gibt so viel, was John Deere betrifft. Aber ich finde den Drescher genial. Endlich mal. Das heißt endlich mal, also ich denke mal, der ist von LS13 übernommen worden. Den Download-Link, den stecke ich euch natürlich in, oder den verlinke ich natürlich, dass ihr dann das Ganze sehen könnt. Auf alle Fälle, der fährt doch ganz schön schnell durch mit 14 km/h, und da haben wir die Hälfte jetzt stehen lassen. Das darf natürlich nicht passieren. Schon wieder, hallo Johnny! Mach doch den Müll weg hier. Ja, ja, da muss man ein bisschen Überstand fahren, dann funktioniert das. Gut, so, das ist John Deere und das, der Drescher. Also ich finde ihn schön, finde ihn cool. Ja, mal gucken. Funktioniert und tut alles gut. Man kann, wie gesagt, das Mähwerk aufklappen, so dass man es hinten anhängen kann und so weiter. Sind zwar die Räder da, man sieht sie, aber irgendwie finde ich da kein Knopf zum, da steht aber auch nichts, aber Geräteauswahl nicht, das ist ja das Komische. Naja, aber muss ja nicht, für große Maps ist es gut, für enge Maps, ja, müssen wir ja warten, bis da was Besseres gibt. Auf alle Fälle schönes Fahrzeug. Jetzt machen wir noch schnell das Feld hier fertig. Mal von außen schauen, dass wir sehen, wie das ausschaut. Ach ja, Schrauberablage habe ich jetzt ausgeschaltet. Nee, jetzt machen wir erst an. Naja. Sieht aber auch cool aus, wie das rausfällt. So, das schaffen wir jetzt nicht auf einmal. Nein, wir müssen noch mal einmal hoch. Ja, muss ich auch fürs nächste Mal gerne mal versuchen, ob wir irgendwo eine Ballenpresse oder was finden, wo ich vorstellen kann, dass man hier mal sämtliche Gerätschaften zeigen kann, wenn wir jetzt das Feld schon abgeerntet haben. Weil bis jetzt habe ich ja nur Traktoren vorgestellt. Gut, so Leute, das war's dann für die Vorstellung und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.